Die Leute in Finnland gehen oft in die Sauna. Sie schwitzen ordentlich, gehen dann nach draußen und baden im eiskalten Wasser. Danach gehen sie wieder in die Sauna zurück. Und das machen sie ein paar Mal. Pelotti, hier sind wir. Oh, ihr zwei habt mich reingelegt. Du hast also auch versucht, der Erste zu werden. Was, Pelotti? Ach, hör auf, Osmo. Das spielt doch alles keine Rolle mehr. Wir haben alle unser Bestes gegeben. Ja, das Gleiche haben sie mir drüben in der Villa Nikolaus gesagt. Und dann sagten sie mir, ich solle in die Sauna gehen. Dann hatte ich Maria hierher geschickt. So, ich muss jetzt gehen. Ich habe nämlich noch etliche Sachen auszuliefern. Denn das von vorhin war noch lange nicht alles. Ja, du hast recht. Ich habe auch noch ganz schön viel zu tun. Ich möchte heute noch das meiste davon erledigen. Euer Junge ist schon gewaltig gewachsen, was, Pelotti? Oh ja, und wie. Ich habe das Gefühl, er will gar nicht mehr aufhören zu wachsen. Der Junge wird bestimmt mal ein Prachtkerl. Er ist wirklich niedlich. Oh ja, ich kann dich gut verstehen, Pelotti. Ich werde euch mal eines sagen. Für mich sind alle Kinder niedlich. Papa ist gemein. Er wird immer so furchtbar schnell böse. Ich hasse ihn! Ida! Ida, wo bist du? Ida, sag doch was! Ida, wo bist du? Ida! 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 Ida, Ida, wo bist du? Hallo! Ida! Macht es euch Spaß, damit zu spielen, ja? Sorgen um dich gemacht. Was ist denn los? Warum bist du weggelaufen? Es liegt an Papa, nicht wahr? Sei nicht traurig, Ida. Das Wichtigste ist, dass wir dich gefunden haben. Ida, sei doch nicht mehr traurig. Seht ihr? Sie lacht wieder. So gefällst du uns. Es steht dir wirklich gut, wenn du lachst, Ida. Finde ich auch. Ein trauriges Gesicht steht dir gar nicht. Jetzt geht es mir wieder gut. Ich bin sehr glücklich, dass ich sehr gute Freunde habe. Toll! Ida geht es wieder gut. Hurra! Habt ihr nicht alle Lust, Schlittschuh zu laufen? Ja, das wäre toll. Ja, klasse. Lasst uns alle Schlittschuh laufen. Aber Ida und ich, wir laufen nicht besonders gut Schlittschuh. Das macht doch nichts. Wir halten euch einfach fest. Ich werde euch das Schlittschuhlaufen schon beibringen. Verlasst euch drauf. Los, Freunde. Au, au. Wenn er so Schlittschuh läuft, wie er hinfällt, dann könnt ihr was erleben. Ida, ich mach mit. Los, Oliver, lass uns Schlittschuh laufen. Also gut, auf geht's. Warum holen wir nicht Hannes und Corinna ab? Die haben bestimmt auch Lust. Ja, gute Idee. Ich gehe und hol die beiden. Und die Schlittschuhe von Elisa und Marita hole ich auch. Ja, gut. Und ich hole unsere Schlittschuhe, Ida. Mhm. Dann komm, Oliver. Ja. Danke, Markus. Oliver, wo willst du hin? Hast du Ida gesehen? Oliver! Ich weiß nicht. Dass sie weg ist, ist doch Papa schuld. Oliver, wo läufst du hin? Ich habe keine Zeit. Ich bin am Spiegelsee. Er ist am Spiegelsee? Aber wo steckt denn meine Ida bloß? Was ist los? Lauf schneller! Ich freue mich so aufs Schlittschuhlaufen. Ja, ich mich auch.
Da bist du ja... Ah, wir sind aus der Sauna zurück. Das war eine richtige Wohltat nach dieser schweren Arbeit. Frau Maria hat uns dort sozusagen hingeprügelt. Was ist eigentlich los mit dir? Wieso? Was soll mit mir los sein? Ich habe doch nur zwei Freunde mitgebracht. Unsere kleine Ida ist immer noch nicht da. Falls sie etwas zustoßen sollte, ist es deine Schuld. Du hast sie ausgeschimpft, nur weil du mal wieder schlechte Laune hattest, Osmo. Was ist denn? Ist vielleicht irgendwas mit Ida? Das kann man wohl sagen, aber dich interessiert es ja nicht. Sie ist bestimmt in den See gesprungen. Was sagst du da? Sie ist in den See gesprungen? Schneehaft. Arme Ida. Ida! Los, komm hoch, Osmo. So, jetzt versuch du es doch mal, Oliver. Das machst du doch schon sehr gut, Oliver. Findest du das wirklich? Das macht mir unheimlich gut viel so. Spaß. Das ist ein tolles Gefühl, über das Eis zu gleiten. Oliver, pass auf! Seht nur, Oliver rutscht auf dem Hintern. Jetzt zeigen wir Ihnen mal, wie es richtig geht. Oh, Hilfe, ich kann nicht mehr anhalten. Hilfe! Hilfe! Sag mir doch, wie ich anhalten soll! Du kannst es auch nicht besser. Hey, wir müssen schon bei. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Aber das sind doch die Stimmen der Kinder. Und sie lachen sogar alle. Dann ist Ida also nichts zugestoßen. Und jetzt drehen wir uns zusammen. Na los, Oliver, du auch. Ja, ich auch. Ich komme, Ida. Klasse, Oliver. Ida sieht so glücklich aus. Ich glaube, es geht ihr wirklich gut. Ja, Gott sei Dank. Ida ist also nichts zugestoßen. Nein, ihr ist nicht zugestoßen. Moment mal, wie kann sie überhaupt in den See springen, wenn der zugefroren ist? Sarah, hat Oliver das etwa zu dir gesagt? Nein, ich glaube, ich habe wohl ein bisschen Panik bekommen. Und wenn ich mich recht erinnere, hat der Oliver Schlittschuhe dabei. Das machst du wirklich gut, Ida. Ich bin auch sehr erstaunt über mich, Elisa. Du läufst gut, Oliver. Diese Kinder. Diese Kinder. Die Eltern sterben fast vor Angst. Und die Kinder, die laufen Schlittschuhe und amüsieren sich. Oh, hallo, Herr Nikolaus. Osmo, reg dich nicht so auf. Du hast die schlechte Angewohnheit, sehr leicht wütend zu werden. Natürlich ist das keine Absicht von dir. Aber Kinder sind nun mal leicht verletzlich und es geht ihnen am besten, wenn sie wissen, dass ihre Eltern ihnen vertrauen. Verstehst du? Ja, ich bin immer viel zu launisch, aber das wird sich ändern. Ich bin so stolz auf die beiden. Sieh mal, wie sie Schlittschuhe laufen. Bin ich froh, dass du wieder lachst, Ida. Und bitte mach dir wegen Papa keine Sorgen. Er ist eben, wie er ist. Dagegen kann man nichts machen. Was soll's? Ich hab ihn trotzdem lieb. Papa ist einer der besten Handwerker im Wald. Er schreit doch bloß so herum, weil er so viel zu tun hat. Sonst kann er nämlich nicht gut arbeiten. Ida! Ja, ich habe Papa trotzdem lieb. Das ist deine Tochter. Ich kann's kaum glauben. Sie ist viel erwachsener, als ich dachte. Ich bin stolz auf sie. Das freut mich für dich, Osmo. Ja, mich auch. Und jetzt haben wir eine Eisplatte. Ja! Jebba! Und die leuchtenden Herzen der Kinder spiegelten sich auf dem See wieder und zeichneten die Form eines Regenbogens.